So, jetzt nicht sie runter. Es hat anscheinend aufgehört zu regnen. Das ist natürlich richtig geil, muss ich mal so sagen. So einfach mal behaupten. Und wir brauchen auf jeden Fall unsere Hacke wieder. Richtig doof, dass ich die hier reingetan habe. Die Steine, die ich hier die ganze Zeit mit rumtrage, die will ich mal brennen. Und hier noch rein und dann haben wir alle. Dann machen wir erst einmal Holz. Dann machen wir erstmal zwei Stacks weg, sag ich mal. Und eins behalten wir erstmal. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Jetzt habe ich hier so eine doofe Obstfliege hier am Start, die mich aufregt, die Sadi. Du mal hier. Jetzt haben wir da unten und da oben haben wir auch nochmal. Okay. Schaufeln habe ich auch. Okay. So, jetzt gibt es aber noch eine Frage. Da hinten sind unsere Pilzkühe. Sieht man nur wie eine aus. Achso, okay. Ach ja, braune Schafe sind ja auch noch da drin. Komm, die Pfeile will ich haben. Ach komm, gib die Knochen auch her. Was haben? Das Hammer. So, da sind Kühe. Kuh, die macht Mu. Wollen wir das gleich hierher bauen? Guck mal, wenn wir hier so das Loch drin haben und da bauen wir uns das Stein hier weg, sozusagen. Und so. Und bauen das dann bis hinter, weil so brauchen wir das jetzt nicht mit Erde auffüllen. Komm, das machen wir auch. Dann wollen wir natürlich hier noch ein bisschen wegnehmen. Und nur mal gucken, wie viel. Möglichst bis zum Steinrand. Okay, noch eine. Okay, da buddeln wir uns jetzt hier hinter. Haben wir sogar noch Krawel. Oh, ja, ich bin gut. Und wir bauen erstmal hier beide die Erde ab. Ja, ihr seht schon richtig. Ich mache das eine. Ja, okay. Ich mache einen Boden aus. Zack, zack, zack. Aus Holz mache ich einen Boden. Deswegen muss ich da halt nochmal eine Ebene sozusagen wegnehmen. Und. Oh, Scheiße. Fuck. So, da haben wir noch eine und ich sag, na okay, die brauchen wir dann auch gleich. Tun wir einmal die Fackeln weg und tun hier auch so. Weiter geht's. So, und hier. Was sagen denn? Ja, ist wieder zu klein. Nehmen wir jetzt noch bis zum Rand von den Steinen weg. Machen wir mal so. Dann haben wir hier Steine zum Abbauen. Jede Menge. So, okay. Dann gehen wir hier hinter und machen. Ja, bis zu der. Ich sag mal, bis zu der Ebene hier. Oh, achso. Sah jetzt aus wie. Achso, hier ist wieder Erde drunter. Ja, hier kommt die Viech, da kommen schon. Die wissen genau, dass ich jetzt ein Zuhause für sie baue. So, mal dann noch weg und mal den und den. Und so, okay, so jetzt können wir erstmal einen Stein wegkloppen. So, da haben wir natürlich auch wieder Eisen, geht schneller. Okay, mit Diamant wird es noch schneller gehen. Aber wir haben jetzt noch nicht so allzu große Diamantreserven. Deswegen machen wir das erstmal mit Eisen. Und wenn wir dann halt später mehr Diamanten haben, da können wir da halt nochmal drüber nachdenken. Oder wenn der Amboss mal kommen würde, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Da wäre das doch alles was anderes.
wenn es den Amboss bei mir schon gäbe, aber den gibt es leider noch nicht, was ich sehr bedauernswert finde. Und ich weiß ja noch gar nicht, ob der überhaupt noch hier in die 360-Fassung mal irgendwie gepatcht wird oder ob der dann bei der Xbox One irgendwie mit erst in der Edition ist. Das wäre natürlich richtig scheiße. Aber das sagen wir mal, das ergibt sich alles in der Zukunft, ja? So. Ganz sachte einfach weg. Ich weiß noch nicht, wie ich den Rand mache. Ich überlege jetzt, wie mache ich den Rand. Erstmal muss ich dann gucken, wie ich die Gehege mache. So Kühe, Schweine und Schafe. Ich sage mal, ja, das mit der Pilzkuh. Oh, Eisen, nice. Die ganze Zeit habe ich drauf gewartet, dass ich noch Eisen finde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kühe jetzt einfach mischen soll, also hier meine Pilzkühe damit nein bei die Kühe, oder ob ich das separat nochmal machen soll. Weil ich sag mal schon, de wegen zwei Pilzkühe. What? Oh, nee, ja. Habe ich keine Hacken mehr, ey. Das ist ja auch Kacke. Oder ob ich das separat mal noch irgendwie ein Gehege machen soll. So, tam, tam, tam. Ist der Weg schon arg weit weg? So, haben wir hier noch irgendwelche. Ich weiß, ihr werdet mich hassen, aber. Ich sage mal, die müssen auch weg. Genauso wie die Dinger weg müssen. Ich will jetzt nicht wirklich da hinten anfangen mit Holzhacken abbauen. Oh, bin ich durch, ey. Ich weiß, ihr werdet mich deswegen hassen. Aber ihr müsst das mal so sehen, jedes Mal wegen meiner Magic-Kiste. Komm, wir schleichen da wenigstens hin, auch wenn wir uns langsam bewegen. Wegen meiner Magic-Kiste, da kriege ich ja jedes Mal wieder neue Holzspitzhacken. Und deswegen muss ich die vor. Also Sachen, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo in der Höhle bin oder so, da will ich die nicht gerade mitnehmen, aber wenn ich jetzt hier oben irgendwas baue, wie jetzt zum Beispiel dann hier den Stein abbauen oder sowas, da ist es deswegen eigentlich schon eigentlich am idealsten, wenn ich das dann so mit den Holzscheiß da mache. Oder irgendwann geht es mir so auf die Nerven, dass ich die Scheißdinger dann einfach irgendwo in die Lava hau oder einfach im Wasser versenke. Aber derzeit geht es halt leider noch nicht anders, weil ich sag mal, meine Eisenreserven und sowas, okay, das letzte Mal haben wir schon Eisen. Dort haben wir auch wieder Eisen. Darf man nicht vergessen. Ich sag mal, Baum. Oh, na okay, den Stein habe ich auf jeden Fall um mit dabei, da können wir das dann abbauen. Und ich glaube mal, wir werden jetzt auf jeden Fall die vier Holzspitzhacken hier verdonnern an dem ganzen Zeug. Aber naja, egal. So, wie mache ich hier den Scheiß? Den Scheiß, ja, wie mache ich den Scheiß? Vermute, also ich bin ja jetzt nicht so einer. Ich baue das jetzt hier wirklich alles so frei Schnauze, wie es mir einfach mal so beliebt. Ich bin jetzt nicht so einer, der noch separat irgendwie eine Karte hat und das dann alles vorbaut und so. Oder im Kreativmodus das dann irgendwie vorbaut. Ich baue das wirklich alles frei Schnauze und so gut wie es geht. Und Verbesserungsvorschläge und sowas nehme ich natürlich auch immer gerne noch an. Aber. Ich sage mal, ich bin ja wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja natürlich auch immer offen für irgendwelche neuen Ideen, wie zum Beispiel das mit dem Haus, das Projekt, was ich dann noch als nächstes so in Planung habe. Das Haus werde ich auf jeden Fall nachbauen, aber ich habe halt noch nicht so eine große. Also ich weiß noch nicht, für was ich das verwenden soll, sagen wir mal so. Verwendungszweck fehlt mir noch. Also schreibt es mir noch in die Kommentare. Ich erwähne zwar jetzt schon das zweite und das dritte Mal, aber ich weiß ja nicht, ob es jemand schon gesehen hat mit einem guten Einfall oder so. Auf jeden Fall, das wird ein einstöckiges Haus, also einfach nur so ein viereckiges Haus da,
mit dem Dach und halt eine Etage und was ich halt da reinmachen kann für irgendwas Bestimmtes, weiß ich nicht. Vielleicht eine Bibliothek oder? Na, eine Bibliothek, na, weiß ich nicht so genau. Bisschen klein, da müsste ich schon ein mehrstöckiges Haus für eine Bibliothek nehmen. Aber irgendwas wird es ja dafür geben. Oder ich nehme es halt einfach für irgendjemand, für einen Mitspieler, für einen Abonnenten oder so. Ja, genau, das wäre ja eigentlich auch mal was Geiles. Okay, der Kronk, der hat jetzt auch schon so was Ähnliches gemacht, aber okay, ich habe jetzt nicht diesen komischen Zauberstab da, den der da auch hat, wo der dann sich dort auch noch solche Mängel da irgendwie machen kann, aber ich sage mal, ich könnte doch irgendein Haus machen, was irgendeinen Abonnenten gehört, sagen wir mal so, der auch mal mitspielen kann. Ich sage mal, ich sag da nicht nee, wenn hier jemand mitspielen will. Oh, das hat aber viel Eisen, ey. Das ist ja geil. Bauen wir mit Stein, bauen wir das wieder auf. Ist besser. Machen wir so. So, weil ich sag mal, Kobbel. Ja, ich habe eine Lücke gelassen, aber ist ja eigentlich egal. Wir werden mal ein bisschen umgucken. Nicht, dass mir gleich irgendein Monster in den Rücken fällt. Ich sage mal Monster dazu. Warte mal, ich muss ja auf jeden Fall nochmal Spitzhacken tauschen. Weil ich will schon die Holzkacke weg haben. Und ich habe aber okay Bock mehr auf diese scheiß Holzkacke. Sagen wir mal so, deswegen hau ich die einfach mal jetzt hier rein. Weil die mir auf die Eier gehen, mit Holz brauche ich jetzt wirklich nicht mehr rumfahren. Also ich sage mal, jetzt hier mit Stein mag es mal noch gehen, aber mit Holz, das geht gar nicht. Das dauert ja 300 Jahre und da bin ich ja mit Part 100 bin ich ja dann noch nicht immer fertig mit dem Gehege. Und mit Part 100 wollte ich eigentlich schon beim Enderdrachen sein, aber ich glaube nicht, dass das klappt, aber ich bin ja auch so doof, ganz ehrlich. Ich baue ja jetzt hier gerade ab. Ich wollte das ja halt so ein bisschen variieren. Weil jetzt regnet es nämlich auch gerade nicht. Die ganze Zeit hat es geregnet, wo es jetzt nachts war. Und ich habe keine Endermänner gefunden. Und dort ist eine Spider und dort ist noch eine Spider. Ihr könnt mal herkommen. Oh, spring nicht so aggressiv hier vor mir rum. So, das ist schon wieder so ein scheiß Noob-Skelett. Das. Oh, fuck. Und wenn jetzt ein Creeper von oben kommt, dann hörst du es nur noch. Oh, dieses Dreckvieh und. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt komme ich runter. Erstmal was snacken schnell. Ja, oh, auf jeden Fall irgendwo. Ist bestimmt hier reingestürzt, würde ich mal so sagen. Hoffe ich zumindestens. Da hinten ist auch einer. Nehmen wir erstmal wieder ein Schwert in die Hand. Fuck you, Spinne. Da kommt ein Creeper, der hat mich bemerkt. So, ich finde das schon geil, dass ich die Spinnen hier alle mit einem Schlag down mache. Aber da hätte ich mich lieber gefreut. Da unten ist der Creeper. Siehst du, ich wusste es. Ich hätte mich lieber gefreut, wenn ich irgendein Schwert gekriegt hätte, dass ich einen Creeper mit einem Schlag down mache. Also das wäre auf jeden Fall das Ultra-Mega-Schwert. Wie das Viehzeug hier spawnt, ist ja furchtbar. Oh, fuck. Oh, Level 27, nice. Verbrenn, du Sau, du. So, Skelett, zu dir komme ich auch noch. Aber ich schweife schon wieder von meinem Geschehen ab. Kriegt ihr das mit? Ich will Endermänner farmen und hau hier alles Mögliche um, bloß keine Endermänner. Okay, das ist natürlich wieder jetzt die Sache. Erstmal an Endermänner rankommen, ja? So, da oben ist eine Spider. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich natürlich um Level 30 kommen möchte. Und deswegen hier diese Monster alles hier umhau. Ach komm, hier wird doch mal irgendwo Enderman sein. Oder ja, am besten ein paar mehr Endermänner. Weil ich sage mal, sagt ja nicht jedes Mal nur, weil ich einen Enderman umhau, dass der auch mir eine Enderperle gibt. Da habe ich natürlich ein kleines Feature an dem Schwert. Da ist die.
Na? Okay. Trifft mich wieder, trifft mich wieder. Muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall, da besteht die Chance, dass er mehrere Items blockt, sozusagen, statt nur ein. Und das ist schon deswegen geil. Aber guckt euch das an, ey, hier gibt es keine Endermänner. Das ist echt derbe. Das haben wir, oh, hier alles. Hier haben den dieses letzte fucking Scheiß-Update, was sie hier rausgebracht haben. Ist sowas von voll für den Arsch. Das hat das vermindert nur. Sämtlich Scheiß vermindert das nur hier. Ist richtig kacke. Außer ein Regen. Regen ohne Ende. Das, also, ja, musst mich verstehen.